Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meinen Lesemonat für den Monat Mai. Ja, zumindest ein sehr dicker Schinken dabei. Ich habe wieder versucht, meine Challenges abzubauen und ja, wie es mir gelungen ist, das erzähle ich euch jetzt. So, vorab die Statistik zuerst. Ich habe 7214 Seiten gelesen, was wirklich sehr, sehr gut ist, kann mich nicht beschweren. Es waren 15 Bücher. Es waren 15 Bücher, also auf jeden Fall weniger als im April. Aber trotzdem immer noch sehr, sehr viel, vor allem weil auch wirklich ein sehr dicker Schinken dabei ist, an dem ich länger gesessen bin. Ich würde mit euch sehr gerne chronologisch die Seiten, also nicht die Seiten, sondern die Bücher durchgehen, die ich gelesen habe. Und wir fangen mit dem ersten an. Und zwar ist das Daisy Hates, der zweite Band von Jessa Hastings Reihe, um Magnolia Parks und um Daisy Hates. Hier geht es ja wieder, wie das Buch auch schon heißt, um Daisy Hates. Sie ist halt in derselben Clique, theoretisch wie Magnolia Parks. Aber Daisy kann Magnolia überhaupt nicht ausstehen. Also das hat ihre gewissen Gründe, was man noch total nachvollziehen kann. Und ich konnte auch damit sehr gut klarkommen. Sie lebt bei ihrem Bruder, der für sie verantwortlich ist, weil ihre Eltern sind gestorben. Und er kümmert sich dann um ihn. Julian heißt er. Wir haben hier verschiedene Charaktere. Es geht hier nicht nur hauptsächlich um Daisy, sondern auch um Christian und um Julian einige Male und eigentlich diese drei Hauptprotagonisten. Ja, und Daisy Hates ist halt komplett anders wie Magnolia, aber also wenn ich sie vergleichen müsste vom Drama her, ist natürlich bei Magnolia um einiges mehr los. Daisy ist eher so die Einfühlsame, die für die Familie alles tut, die immer für einen da ist. Eher so der Part und das mochte ich ganz gerne. Die Story hat mir auch sehr, war teilweise so, oh ja, es geht um Mafia und der Bruder ist voll schlimm und sowas halt. Und das muss man halt wirklich mögen. Wir spielen ja trotzdem in einer High Society. Daisy kann ohne Bodyguards nicht rausgehen. Das ist halt, ja, so in der Geschichte. Ich habe dem Buch jetzt 4,5 Sterne gegeben, weil die Spannungen zwischen Christian und ihr waren zwar sehr oft da und das Hin und Her und das Drama, was halt auch beim ersten Band dabei ist, aber irgendwie mochte ich BJ und Magnolia noch ein Stückchen mehr, einfach vom Drama und sowas halt. Man muss wirklich bedenken, dass das Buch nicht, ich denke mal, nicht eine wahre Sache ist, weil das wäre too much und keine Ahnung was, aber wer weiß, vielleicht gibt es irgendwo sowas. Aber ich denke mal, ja, es ist sehr schwer, sowas zu verbergen. Und ja, eigentlich ist es auch schon alles. Ich mochte Daisy, ich mochte auch Christian, Julian, ja, war auch nicht schlecht. Und auch dieses Familiendings, was sie sich aufgebaut haben, konnte ich nachvollziehen. Es gab auch sehr viel Ballerei und also Schießerei und sowas halt. Also dieses überspitzte Drama und sowas halt war halt hier gegeben, mochte ich sehr gut, hat mich sehr gut unterhalten und ja. Dann habe ich The Way I Am Now gelesen, das ist der zweite Band und der Abschluss einer Reihe. Ja, ich habe mir gedacht, hey komm, das ist nur eine Dialogie, ich muss auf jeden Fall weiterlesen, wie es hier weitergeht mit, wie heißt die Protagonistin, Eden und Josh und ja, wer den ersten Band nicht kennt, soll sich den unbedingt anschauen. Wir haben hier ein Mädchen, das von dem besten Freund ihres Bruders in dem Elternhaus vergewaltigt wird. Und da war sie gerade mal 14 Jahre. Und ab diesem Zeitpunkt hat sich ihr komplettes Leben natürlich auf den Kopf gestellt.
Und es geht halt hauptsächlich darum, sie war eigentlich eine liebevolle Person, die im Chor gesungen hat oder gespielt hat, irgendein Instrument, hatte immer die besten Noten und dann hat sie sich komplett rausgerissen. Sie wurde dann rebellisch, ihre Eltern auf die hat sie geschissen, sage ich mal. Es war ihr alles scheißegal. Sie hat nur noch aus Wut das Ganze überlebt oder gelebt und wir haben ja auch mehrere Jahre in dem ersten Band, wo sie halt auch immer älter wird und sie lernt Josh kennen, schon relativ früh. Und Josh ist aber ein bisschen älter und das verheimlicht sie auch vor ihm. Das ist dann auch sehr eine große Thematik. Und ja, im zweiten Band haben wir einen Cut von nochmal Jahre drauf. Und die beiden kommen sich dann wieder per Zufall eigentlich oder ja, per Zufall, also nicht Zufall, per Hilferuf, sage ich mal, wieder näher. Das Buch ist wirklich keine leichte Kost, wobei der zweite Band schon angenehmer zu lesen war, wo, weil sie dieses Selbstzerstörerische schon nicht mehr sehr hoch war, sondern es ist schon runtergegangen, aber sehr realistisch. Ich konnte mit ihnen mitfühlen, mit ihr. Also das war wirklich, es ist wirklich. Triggerwarnung sollte man in diesem Fall beachten. Nichts für schwache Nerven. Es geht ja immer noch hier um eine Vergewaltigung, die jahrelang verschwiegen wurde. Und ja, ob es Eden schafft, eine neue Beziehung aufrechtzuerhalten, um sich selbst nicht zu zerstören, müsst ihr selber lesen. Ich habe dem Ganzen 5 Sterne gegeben. Anders hätte ich es nicht tun sollen. Es war wirklich sehr, sehr schön zu lesen, dass. Also mit schön zu lesen, dass halt es immer bergauf geht bei ihr, aber auch immer Rückschläge kommen. Und ja, wie halt eine Biografie teilweise hat sich das gelesen, finde ich jetzt. Und mit bisschen, mit einem Roman dazu. Ja. Dann habe ich mir von Emily Henry das Buch genommen, Book Lovers. Zu dem Zeitpunkt war es das letzte Buch, was ich von ihr noch hatte, ungelesen. Und ich dachte mir, hey, Funny Story erscheint bald. Das heißt, ich muss auf jeden Fall Gas geben, damit ich nicht zu viele Bücher von ihr auf den Sub habe. Und ja, jetzt habe ich nur noch eins auf den Sub. Müsste mir mal irgendwann mal den allerersten Band von ihr kaufen. Ja, weil der auch sehr positive Bewertungen hat. Ja. Hier geht es um zwei Protagonistinnen, die sind schon Ü30, was ich sehr gemocht habe. Wir haben die Literaturagenten Noah Stevens und wie heißt der andere? Charlie Lestra, genau. Ja, und ihre, also Nora ist tough, scharfzügig und nicht auf der großen Liebe. Ihre Schwester Libby, die hat schon ein paar Kinder und erfährt halt auch, dass sie auch wieder schwanger ist. Und um so ein bisschen rauszukommen von den ganzen New Yorker Drama und so weiter, hat sie Nora überredet, im Sommer Urlaub zu machen für 3 Wochen, glaube ich, war das, wo halt die Kinder nicht dabei waren, wo der Ehemann nicht da ist von der Libby und ja, und zwar in der kleinen Stadt Sunshine Falls, glaube ich. Und dort spielt auch ein Buch eine große Rolle für die beiden. Und zwar ist ja Nora ja Literaturagentin und ihre erste große Bestsellerin hat von dieser Kleinstadt einen Roman geschrieben. Und ja, dann sind sie halt dort und irgendwie ist es nicht so, wie sie sich erdacht haben. Und plötzlich begegnet sie dem großkotzigen Lektor Charlie Lestra. Was macht denn Sunshine Falls? Und ja, sie kommen, also sie schreiben sich dann E-Mails und die sind dann auch sehr, teilweise wirklich sehr lustig gewesen. Das mochte ich sehr gerne. Nora ist halt wirklich so eine Perfektionistin und sie tut für Libby alles. Sie ist nur da, um Probleme zu lösen und das merkt man auch halt sehr und das wird man immer wieder und immer wieder wird das halt betont. Und irgendwann mal geht es ja am Nerv und man denkt sich nur so, ja, ich weiß doch, das hast du schon 100 Mal gesagt, jetzt lass endlich mal Ruhe so. Ja, die beiden kommen sich halt näher und dann entsteht schon noch ein bisschen was und dann macht man halt wieder einen Rückzug, wie es halt üblich ist in solchen Büchern. Ich fand es sehr gut, dass die Protagonisten älter sind, das heißt ihren
Ihre Dramen waren realistisch geschrieben und natürlich war ein bisschen was auch überspitzt oder so, aber im Großen und Ganzen hat mir das sehr gut gefallen. Und was mir halt am besten an dem Buch gefallen hat, war einfach der Schluss. Das war jetzt nicht so ein Happy End à la Brittany C. Sherry, sondern anders und das hat mir wiederum sehr gut gefallen. Aber ich möchte jetzt da euch nicht zu sehr spoilern, wie das Ende ausgeht. Aber ich mochte es wirklich sehr, sehr gerne. Aber trotzdem, dieses richtig krasse, was ich bei Happy Place hatte, hatte ich bei dem Buch nicht. Deswegen habe ich dem jetzt nur 4 Sterne gegeben. Aber trotzdem war es ein sehr gutes Buch. Dann haben wir in einer Leserunde gelesen Trial of the Sun Queen, die Artefakte von Uranus Band 1. Ja, das hier geht es hier um Face und 4,5 Sterne kann ich schon geben. Ich mochte das wirklich sehr. Wir lesen hier auch. Ich glaube, irgendwo steht ja da Rache, Sex und fatale Intrigen am Hofe der Fae. Ja, und irgendwie war man schon bei der Hälfte des Buches und irgendwie hat dieses Sex-Thema so gefehlt und man dachte sich so, okay, kommt das jetzt noch oder nicht? Und dann ging es richtig los und das war echt nice geschrieben. Ich mochte wirklich alles sehr. Es ist eher eine lockere Geschichte, würde ich sagen. Also man kommt schnell auf das Ergebnis, wie es vielleicht ausgehen könnte. Und das Rätseln hat auch wirklich Spaß gemacht. Ich hatte wirklich sehr, sehr, sehr viel Freude in dem Buch, weil auch die Protagonistin das so leicht gemacht hat. Also, wie heißt sie denn überhaupt? Lore. Genau, Lore war 12 Jahre in einem Kerker eingefangen des Aurora-Königs und wurde dann in diesem Käfig dann entführt zu einem anderen König. Und bei diesem König musste sie Prüfungen absolvieren und diejenige, die alle Prüfungen schafft, wird seine Braut. Also so ein bisschen wie Selection kann man sich das jetzt so vorstellen. Und ja, und unsere Protagonistin hat halt keine andere Wahl. Sie muss da mitmachen. Weil ob jetzt der Tod kommt oder der Kerker oder vielleicht schafft sie es und wird halt wieder befreit, wenn sie die Prüfungen nicht schafft oder sowas. Und ja, es bleibt für sie keine andere Wahl und sie macht auf jeden Fall mit. Sie ist auf jeden Fall nicht in der Knigge geübt. Sie weiß nicht, wie sich eine Prinzessin benehmen sollte. Sie ist halt so ein stinknormales Mädchen und so ein bisschen hat auch ein Auge. So ein bisschen hat auch der König ein Auge auf sie geworfen und die beiden kommen sich dann auch immer näher. Aber trotzdem muss sie die Prüfungen absolvieren. Ja, also wie gesagt, super Schreibstil, locker, sehr viele lustige Sachen waren auch, also lustige mit verbalen Austausch war dabei und ich mochte das sehr. Ich bin sehr gespannt auf den zweiten Band. Den werden wir wahrscheinlich im August lesen, glaube ich. Ja, den habe ich auch schon bereits zu Hause. Oh, stellvertretend zeige ich euch gleich beide Bücher. Und zwar habe ich einmal Legendary und einmal Finally in einem Buddy Read gelesen. Diese beiden Bücher. Ich habe Legendary, das ist jetzt der zweite Band, 5 Sterne gegeben. Und ich habe Finally oder Final auch 5 Sterne gegeben. Wenn ich mir jetzt so aussuchen müsste, welches Buch noch besser ist, ist glaube ich Final. Wobei Legendary von der Spannung her mehr war. Also es ist halt so ein Zwischending und ich freue mich sehr auf den vierten Band und ich freue mich so sehr auf das Spin-off mit Once a Broken Heart, glaube ich, heißt es ja. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es geht um den Protagonisten, von dem ich glaube, ich habe den Klappentext schon von damals vergessen. Damals hatte ich ja nur Caraval angefangen und nicht die anderen beiden Bücher und jetzt weiß ich, wie alles ausgeht und ja, was soll ich sagen? Hier geht's, also ich erzähle euch ein bisschen was vom ersten Band, um euch nicht zu spoilern. Damals habe ich den ersten Band gelesen und mir dachte ich mir so, okay, also um was geht es in dem zweiten Buch? Weil eigentlich hat es ja schon so ein Happy End gehabt. Die Fragen, die man hatte, waren aufgelöst, die anderen, dachte ich mir, okay, könnten halt im Folgebändern sein. Wir haben jetzt zwei Schwestern und zwar einmal ist es Teller, also Donatella. Und Scarlett. Und ja,
Scarlett muss dann heiraten und schreibt dem Legendary immer wieder Briefe, dass sie die Show gerne mal sehen möchte. Es geht ja so wie um eine Art, man kann so ein bisschen vielleicht mit einem Zirkus vergleichen, also um die Karnevalshow, wo halt sehr viel Illusion ist, und wenn du da gewinnst, kannst du dir einen Wunsch aussuchen. Genau, und der Gewinner kriegt halt diesen einen Wunsch. Ja, Scarlett schreibt halt den Betreiber, der heißt Legendary, ob er dort mitmachen darf, ob sie da halt mitmachen darf, oder beziehungsweise das Karneval in der Stadt, wo sie halt lebt mit ihrer Schwester und ihrem Vater, das hinkommt. Doch allerdings kommt Karneval nur einmal in dieses Land oder in diese Stadt, und das war's dann. Und Karneval war aber schon vor Jahren, vor 50 Jahren circa, schon in der Stadt, und sie hat ihn trotzdem halt geschrieben. Und irgendwann einmal schreibt sie halt so, hey, ich bin jetzt so kurz vor der Hochzeit und es wäre schön, einmal da zu sein. Und dann bekommt sie auf einmal eine Antwort von Legendary, der sie einlädt, mit ihren Verlobten da Karneval zu besuchen und auch mitzumachen. Und ja, die Teller, also Donatella, überredet Scarlett, da mitzumachen, beziehungsweise auf anderen Wegen, aber das will ich auch nicht zu sehr spoilern. Und plötzlich ist Scarlett dann auch in dieser Stadt, wo Karneval stattfindet, und ihre Schwester ist verschwunden, und sie muss das Spiel gewinnen, um Teller zu retten, denn es geht auch sehr vieles in Karneval um die Schwester Donatella. Ja, das ist so ein bisschen, was ich euch jetzt schon erzählen möchte. Wie gesagt, es kommt bald der vierte Band. Der bekommt auch einen wunderschönen Farbschnitt, die dazu passen. Ich habe die Verlagsausgaben. Ja, ich liebe diese Reihe. Also wirklich, das ist jetzt mal so eine Reihe, die gehypt war. Und ich sage wirklich, der Hype ist es auf jeden Fall wert. Kennt ihr sie noch nicht, dann schaut sie euch an. Ich kann euch jetzt nur schon sagen, wenn ihr die Bücherbüchsenausgaben habt, dann könnt ihr den vierten auch dort bestellen, in der alten Bücherbüchsenausgabe. Es wird aber auch neue geben, wo halt alles neu aufgelegt wird. Irgendwas gab es ja mit KI damals, und das wird jetzt diesmal ohne sein. Und auch die Verlagsbuchschnitte kommen wieder im Oktober, wo auch der vierte Band erscheint. Das heißt, solltet ihr diese Ausgaben nicht haben und habt Interesse, dann wartet auf jeden Fall bis Oktober. Da kommen sie auf jeden Fall nach. Ich verlinke euch das auf jeden Fall auch mal unten, dann könnt ihr euch anschauen. Ja, dann habe ich als nächstes Love is Bold gelesen. Du gibst mir Mut. Das habe ich als Hörbuch angefangen zu lesen und habe mir gedacht, so, ich habe mitten im April keine Stunden mehr gehabt, und dann dachte ich mir so, okay, ich warte halt im Mai, und sobald ich meine Stunden hatte, habe ich mir gedacht, okay, jetzt geht's los, und habe damit halt angefangen. Hier geht es ja um eine Band, und in dem ersten Band ging es um den Sänger der Band, und hier geht es um zwei Bandmitglieder gleichzeitig, und zwar ist es einmal Kontrabassistin, okay, ja. Ja, auf jeden Fall ist Bonnie schon seit sie klein ist in den Kollegen Jasper verliebt. Doch Jasper ist verheiratet gewesen, hat zwei Kinder, und nun ja, seine Frau ist verstorben. Es ist schon ein bisschen her. Aber trotzdem war sie, also Bonnie, die beste Freundin von seiner Frau. Und ja, das macht es halt nicht einfach, wenn sie ihr ganzes Leben in ihn verliebt ist und er eigentlich mit der besten Freundin zusammen ist und auch ein Leben aufbaut. Und ja, ihm ist auch nie aufgefallen, dass sie so ihn so anschwärmt. Und das ist etwas, wo mich die Thematik sehr interessiert hat. Aber es wurde hier viel zu einfach aufgelöst, weil Bonnie ist immer auf Abstand und bla bla. Und das, was mich auch so ein bisschen stört, also die ist über 10 Jahre in ihn verliebt,
und hat doch dann in der Zeit nie wirklich eine Beziehung gehabt. Und ich weiß nicht, denkst du dir so, gibt es wirklich so Menschen, die ihr Leben lang auf eine Person warten und die ist aber ständig da, dass man dann so sagt, so, ja, entweder er oder ich sterbe als alte Jungfrau da oder so, irgendwie so. Ich weiß nicht, das konnte ich halt nicht greifen, obwohl ich mich sehr interessiert, es hat mich halt sehr interessiert. Ich dachte mir so, vielleicht hat sie ein Leben aufgebaut, unabhängig von ihm und hat halt immer noch so ein paar Gefühle, weil immer, ich denke mir so, vielleicht gibt es immer wieder dieses, die erste Liebe vergisst man halt nicht so, das war er halt für sie. Aber obwohl er es halt nicht erwidert hat. Und dann habe ich mich halt immer daran festgehalten mit, okay, sie hat halt ein Leben, auch andere Beziehungen gehabt und war vielleicht, und sie hatte, okay, sie hatte eine Beziehung und die ist dann halt in Brüche gegangen. Okay, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Und genau das hat mich halt auch so gestört mit, weißt du, wenn man sich dann trennt und dann ist es schon noch ein bisschen her und dann siehst du die Person wieder, die sehen sich ja jeden Tag trotzdem und dann kommt halt wieder das zurück. Aber ich konnte es halt überhaupt nicht greifen. Ab der Hälfte des Buches war das für mich so viel zu schnell gelöst, das alles. Das hätte man einfach sich hinsetzen können, einfach nur einmal reden und dann wäre das halt fertig. Es wäre dann einfach die ganze Story und alles andere. Und das hätte trotzdem ja schön enden können, weil wir haben ja trotzdem er, der mit der besten Freundin Kind verheiratet und keine Ahnung was. Du hättest trotzdem das so schön ausschmücken können, weil die haben halt die Erinnerung, die Erfahrung von allen drum. Aber es ist ja leider nicht so gut zur Geltung gekommen, finde ich. Und ich habe dementsprechend dem Buch jetzt 3,5 Sterne gegeben. Es tut mir wirklich auch sehr leid. Ich werde den dritten Band mir auch gar nicht holen. Ich habe den nicht zu Hause. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt mal die Bücher alle, die ich von ihr habe, lesen. Und ja, freut euch drauf. Bald gibt es den Unhaul und da wird das auf jeden Fall auch da auch landen, weil ich glaube nicht, dass ich hier noch Bücher von der Autorin haben möchte. Und kaufen möchte. Erst einmal. Man sagt ja immer, sagt niemals nie. Vielleicht spricht mich ein Klappentext so krass an und dann kann ich nicht nein sagen, aber ich denke, erst einmal wird das auf jeden Fall nicht so sein und ich bin auch ganz happy damit, sage ich ganz ehrlich. So, und dann habe ich ganz brav meine 24 Bücher für 2024 wieder weitergemacht. Ich bin sehr gut dabei, aber im Anfang Juli werde ich ein Fazit abdrehen wieder mal, weil das Quartal ist dann auch dann wieder rum. Und dann werde ich euch auf jeden Fall Näheres berichten. Ja, ich habe auf Touch of Darkness, der erste Band der Hades-Trilogie, glaube ich, so heißt sie, gelesen. Ich habe immer noch hier ein Lesezeichen, weil es gibt hier ein Zusatzstory, sage ich mal, und die geht. Also die spielt in der Sicht von Hades. Und ich habe ja die neuesten Bücher von ihr, also wo es auch um Hades-Story wieder geht, auch da. Aber keines passt zu diesen Kapiteln, die hier stehen. Und ich weiß halt nicht, so gehört das irgendwie noch dazu? Ist es hinfällig oder keine Ahnung? Und deswegen habe ich denn das hier noch da. Ich werde mal trotzdem noch einmal die Bücher noch einmal durchgehen und gucken, habe ich wirklich nichts verpasst. Nicht, dass ich die Sachen zwei oder mal oder dreimal lese. Ich meine, das wird jetzt nicht so viel stören, aber oder dass ich mich aus Versehen in irgendwas spoilere, was ich nicht möchte. Das möchte ich halt auch damit vermeiden. Hier geht es um Persephone und um Hades. Persephone lebt in New Athen als Normalsterbliche unter dem Radar, dass keiner weiß, dass sie eine Göttin ist. Und sie arbeitet in der Redaktion, Publikumsplatz von ihrem Studium aus bei einer Zeitung. Und dann ist sie in einem Club und trifft dort unabsichtlich Hades und verliert dann halt ein Spiel, wo er ihr dann befiehlt, dass sie in seinem Reich Leben erschafft.
Und darum geht es ja. Also ich fand den Schreibstil auch cool. Ich fand auch die Techtelmechtel-Szenen auch interessant. Hades als Person ist auch sehr interessant. Mochte die Aufmachung. Es war nicht zu viel vom Techtelmechtel, aber trotzdem ein gutes, ein bisschen erotisches Buch mit Handlung, mit sehr viel Alltag von eher, also wir lesen ja von der Sicht von Persephone. Die hat mir sehr gut gefallen. Ich bin sehr gespannt auf den zweiten Band. Werde mir dann auch auf jeden Fall auch mal auf die Leseliste packen. Ich denke mal im Herbst herum. Ja, schauen wir mal. Aber ansonsten habe ich dem Buch jetzt 4,5 Sterne gegeben, weil es hat mich halt einfach unterhalten. Ich mochte es sehr. Es gab genug Drama. Es gab auch so ein bisschen Thrill-Elemente, die sehr spannend waren. Ja, ein gutes Buch. Ich bin nicht, Gott sei Dank bin ich nicht traurig, dass ich Band 1 bis 3 mir gleich geholt habe damals, wo bei der Leipziger Buchmesse gab es ja die Aktion von zu Hause, eigentlich sollte das mit Buchschnitt sein. Damals haben sie ja die Fails rausgebracht. Ja, gibt es keinen hier. Dann habe ich als nächstes auch im Buddy Read gelesen mit Marie Salon de Livre. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Meine Liebe Caroline. So, ich verlinke ihren Kanal unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall sehr gerne vorbei. Macht tolle Videos. Schaue ich auch immer wieder. Ja, genau. Wir haben zusammen, und ich danke echt wirklich dafür, dass du mich angeschrieben hast, weil ich glaube, sonst hätte einfach das Buch weiterhin versauert, weil es war öfters auf einer Leseliste und immer wieder im Hintergrund, wo ich mir dachte, boah, du hast schon 4 Teile, okay, den ersten gelesen, aber immer noch 2, 3 und 4 ungelesen da. Du solltest wirklich weitermachen, weil ich hätte hundertprozentig den 5. trotzdem gekauft, auch wenn ich nur den ersten gelesen habe. Also das ist wirklich sehr schlimm, was ich da mache, aber ich finde die Reihe von der Aufmachung, von den Elementen her so schön und ich will halt einfach, dass mir auch gefällt. Und deswegen bin ich sehr happy, dass sie mich angeschrieben hat und gefragt hat, ob wir den zweiten Band lesen. Und ja, der zweite Band war wirklich sehr, sehr gut. Also nachdem der erste ja wirklich ich für mich persönlich immer noch wie eine Einleitung war, war halt der zweite Band mit so einem krassen Cliffhanger am Schluss wirklich so gut. Also er hat auch hier ein bisschen schleppend angefangen, wo man wieder die Charaktere so ein bisschen näher kennenlernt und auch hier Vala auch mehr kennenlernt, nachdem was halt im ersten Band passiert ist, gibt es hier auch Konsequenzen, womit sie auch leben muss und was ich auch von den Seitenanzahlen auch sehr gut gefunden habe. Es war halt einfach notwendig für die Charakterentwicklung und ja, mochte ich wirklich sehr gerne. Ich muss sagen, ihr Love Interest ist immer noch nach, und ich habe jetzt den dritten auch schon gelesen, einfach so eine Bubble, die ich nicht verstehen kann. Und die beiden bandeln sich an, es kommt zum Küsschen, es kommt mehr und keine Ahnung was. Und ich denke mir immer wieder, der wird dich verarschen, der wird dir wehtun, weil ich einfach nicht akzeptieren kann, dass er den Love Interest für die ganze Reihe ist. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung, der vermittelt mir so einen Eindruck, als wäre er ein Schauspieler, der irgendwann einmal sagt so, haha, ich hab dich verarscht. Keine Ahnung wieso. Und aber das macht es auch wirklich sehr spannend, wo ich mir denke so, ja, ich will vielleicht das. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ansonsten hat mir dieser Band so viel mehr gefallen als der erste Band. Ich habe mich sehr gefreut auf den dritten Band, aber das erzähle ich euch dann im Lesemonat Juni, wie dem mehr gefallen hat. Hier habe ich 4,5 Sterne gegeben, weil es wirklich, also Cliffhanger, die Aufmachung her, die Story, man kommt weiter und wirklich hat mir sehr gut gefallen und ja, ich bin echt froh, dass die Reihe, also im Juli werden wir den 4. lesen und irgendwann aber dann im August den 5. dann ist die Reihe auch beendet und ich bin sehr happy, wirklich so happy, dass ich diese Reihe noch geschafft habe zu lesen und sie nicht versauert habe, also das ist wirklich echt schön und ich hoffe, sie gefällt mir dann auch weiterhin gut. Dann habe ich ein Buch gelesen, das blende ich euch ein, weil ich das schon verkauft habe. Genau, Die treue Freundin. Ich habe dem ganzen Netz drei Sterne gegeben. Ja, was soll ich sagen? Hier geht es um 3 Kinder, die
sehr gut befreundet waren. Also vor allem, es waren zwei Mädchen und ein Junge. Und diese zwei Mädchen waren beste Freundinnen für immer. Und das war wirklich, also so Bilderbuch, Kindheitsfreundschaft. Und ja, und eines Tages sind sie auf dem Weg zu diesem anderen dritten Freund, der hinter einem Wald lebt. Und wenn du durch den Wald fährst oder gehst, ist der Weg schneller, als wenn du durch die Straßendings fährst. Und sie sind halt mit ihren Fahrrädern losgefahren durch den Wald, weil sie schneller haben wollten. Und dort sind sie einem Mann begegnet, der einen Hund dabei hatte und sehr aggressiv war. Und ja, und wir haben eine Protagonistin von den beiden Mädels, die, wie soll ich sagen, nicht auf den Mund gefallen ist, sondern sie lässt sich da, also sie ist wortkarg, ihr sind ihr Erwachsenen egal, obwohl sie, glaube ich, 5, 6 Jahre alt waren oder sowas. Und sie provoziert ihn ein bisschen, dass er halt mit dem Hund ohne die Leine nicht gehen soll und sowas, was eh berechtigt ist. Und weißt du, wenn ein Kind sowas zu dir sagt, als Erwachsener, kann man vielleicht das Kind zurückschnauzen und keine Ahnung was oder sagen, ja, Entschuldigung, weil die sagt ja nichts Falsches. Der hat aber was ganz anderes gemacht. So, dass die beiden entführt worden sind, beziehungsweise eine von den beiden Mädels. Der Freund, zu dem sie hinfahren wollten, ist ihnen zu Hilfe gekommen und statt die beiden Mädchen, die entführt worden sind, ist nur eine mitgekommen und dafür der Junge. Und dieses Mädchen, das hier geblieben ist, war über 10 Stunden irgendwo, hat sich versteckt, hatte Panik, war in der Schockstarre, Polizei war da, freiwillige Helfer etc. Irgendwann mal haben sie die Person gefunden und haben dann versucht, diesen Kidnapper zu finden. Und das hat lange gedauert. Dann haben wir auch einen Cut und wissen dann halt so, okay, die sind jetzt um die fast 30. Was ist damals passiert? Und wie kommen die halt klar und so weiter. Diese Person, von der ich euch erzählt habe, dass die Kinder entführt hat, ist vom Gefängnis, beziehungsweise so ist eigentlich wie ein Gefängnis rausgekommen und ermordet worden. Und es gab aber einen anderen Fall, was nicht mit ihm zu tun hat, sondern ein anderer Mörder, der auch tot aufgefunden wurde. Und plötzlich ist diese eine Protagonistin das Ganze nicht mehr egal und sie versucht herauszufinden, was in ihrer Vergangenheit damals passiert ist. Und darum handelt das Buch. Ja, es war jetzt eine sehr lange Einleitung. Ich wollte es für euch spannender machen, weil das Buch war an sich, bis soweit ich es erzählt habe, super spannend. Ich konnte es kaum weglegen. Es war echt toll, aber wo wir ab der Hälfte des Buches war für mich schon so, okay, das kann halt jetzt nur das sein und dann war das auch wirklich so und ich sage ja immer wieder, in Thrillern kann auch das, wie du es dir denkst, sehr gut sein oder wenn du überrascht bist, ist es auch super. Es gibt mal so und mal so und ja, manchmal mag es mal so, manchmal so. Aber ich bin jetzt nicht böse, wenn etwas passiert, so wie ich es glaube, zu wissen, wie es passiert ist. Überhaupt nicht. Also ich nehme das auch nicht böse oder keine Ahnung was. Aber ich fand das auch so banal und ich dachte mir so, nee, das ist mir einfach viel zu unschlüssig. Darauf hätte man doch kommen müssen. Also nicht nur Polizei, sondern auch von der Protagonistin, der Mann, die ist mittlerweile verheiratet und also ich weiß nicht, ich konnte das nicht greifen. Für mich war das einfach so, so wie Humbug, so einfach nicht real und ich klatsche jetzt mal am Schluss irgendwas hin, weil irgendwie weiß ich nicht, wie das Buch enden soll. So klang das für mich und das war halt so ein bisschen schade, wo ich gesagt habe, okay, ich kann wegen Schreibstil und der Idee 3 Sterne, aber mehr leider auch nicht. Und dementsprechend habe ich mir gesagt, so, okay, passt. Es stört mich jetzt nicht, wenn ich das Buch aussortiere, weil ja, ich habe eh jemanden, die gerne meine Thriller abnimmt, die ich dann immer wieder aussortiere und ja,
jetzt ist es weg. Ich bin ganz happy. So, als nächstes habe ich dann noch einen Thriller gelesen, den ich sogar auf meine Leseliste gepackt hatte. Das Waldhaus. Jede Lüge führt näher an die Wahrheit. Wir haben hier eine Protagonistin, die von ihrem Bruder angerufen wird und zurück zu ihrem Elternhaus geschickt wird, weil ihr Vater sehr stark an Demenz leidet und in ein Altersheim kommen muss. Und ja, der Bruder sagt dann halt so, ja, wir müssen jetzt das Haus verkaufen oder sonst noch was. Und ja, auf jeden Fall muss sie halt zurück. Nee, der Anrufer war gar nicht ihr Bruder, sondern das Krankenhaus oder das Heim. Auf jeden Fall beschließt Hannah, die 37 Jahre alt ist, was ich mega cool finde, wenn die Protagonisten mal älter sind, nach Hause zu kommen, ihren Vater zu pflegen, weil nichts, also sie hat in London nichts mehr wirklich was. Und so kann sie halt, ja, von ihrem Vater halt seinem Geld leben, die ist sehr, sehr wohlhabend und hat trotzdem noch ein schönes Leben und kann ihm halt noch das Beste Mögliche bieten. Doch als sie zu ihm in die Klinik kommt, verhält er sich sehr komisch. Und zwar denkt er, sie ist seine Frau und sagt die ganze Zeit, ja, ich habe vergessen, wie die Frau jetzt heißt, es tut mir leid und bitte verzeih mir und so weiter. Und dann macht es Klick bei ihr, weil es wurde nie bestätigt, wer der Mörder ihrer Mutter ist. Und so beschließt sie, sich wie die Mutter auszugeben. Sie fängt an, sich die Haare zu färben. Sie fängt an, die Kleider, die immer noch im Schrank ihrer Mutter hängen, anzuziehen, obwohl der Mord schon sehr, sehr lange her ist. Und besucht dann so mit diesem Outfit ihren Vater, um rauszufinden, wofür er sich entschuldigt. Und ja, aber sie spielt es nicht nur ihm vor, sondern fängt halt wirklich an, das Leben ihrer Mutter zu imitieren. Und fängt halt auch an, rauszufinden, was damals geschah. Mochten sie die Nachbarn? Sie war halt noch sehr, sehr jung, verglichen zu ihrem Bruder. Ich habe euch auch noch so ein bisschen erzählt, dass sie ja einen Bruder hat. Und mit dem versteht sie sich gar nicht. Und er hat sich auch komplett von seiner Familie abgekapselt. Er ist mittlerweile ein berühmter Schauspieler, der eine Biografie geschrieben hat, wo er auch den Mord von seiner Mutter thematisiert. Ja. Und sie ist nicht ganz einverstanden damit. Und versucht auch, wie ihre Mutter auszuschauen und geht dann auch immer wieder zu ihm und sowas halt. Also es hat mir sehr gut gefallen. Natürlich ist vielleicht der ein oder andere Aspekt vielleicht nicht ganz realistisch, aber irgendwie hat mich da vielleicht nicht gestört, sondern ich mochte es sehr. Es war halt irgendwie diese Spannung dahinter mit, kann man das wirklich wie die Mutter ausschauen, so ganz genauso fast. Also natürlich, wenn man näher hingeht, dann ist es halt andere Gesichtszüge oder so. Ja, also es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe dem Ganzen jetzt 4,5 Sterne gegeben. Ja, 4,5 Sterne war für mich sehr gut. Als nächstes habe ich das erste Buch, was glaube ich auch komplett erschienen ist, von Lynn Paytner gelesen, Mr. Wrong Number. Dem Ganzen habe ich jetzt 3,5 Sterne gegeben. Wir haben hier eine Protagonistin, die super tollpatschig ist. Sie hat das Haus, das Apartment, wo sie vorher gelebt hat, abgefackelt, weil sie rausgefunden hat, dass ihr Freund sie betrügt, und hat dann seine Sachen, wollte sie verbrennen und hat dabei die Bude abgefackelt. Und dann lebt sie halt eine Zeit lang jetzt bei ihrem Bruder und bekommt dann per Zufall eine SMS von einem jungen Mann, also sie glaubt, dass es ein Mann ist, aber es ist auch ein Mann, und nennt ihn halt Mr. Wrong Number. Und irgendwie sind dieser verbale Austausch, also der Austausch zwischen in den SMSen bei ihr immer super lustig, hat mir wiederum super gut gefallen. Aber die Protagonistin selber ist halt wirklich keine leichte Kost, die ist teilweise so naiv und ballerballer und keine Ahnung, sie hat mir das Buch so ein bisschen versaut, sage ich mal.
Dementsprechend habe ich das mit 3,5 bewertet. Der Schreibstil an sich ist eigentlich super interessant gewesen. Ich mochte auch die SMS-Sachen und so, aber mehr konnte ich jetzt auch nicht geben. Ich werde das Buch trotzdem behalten, und auf jeden Fall freue ich mich auf die anderen Teile von der Autorin, die ich noch da habe. So, eine weitere Reihe habe ich im Mai auch beendet, und zwar ist es Dark Seagulls. Wenn das Schicksal betrügt. Ja, wie gesagt, es ist der dritte Band, der Abschluss der Reihe. Leider auch. Ich habe echt gedacht, dass der zweite der schwächste wird. Ja, theoretisch ist es so. Jetzt, wo ich den dritten lese, ja, ist der zweite. Ja. Also fangen wir von vorne an. Also hier geht es um die Seagulls und um eine Mirror-Parallelwelt, die das Ebenbild der ist, also hier geht es auch hauptsächlich, also um London dreht sich das sehr viel, und ja, in dieser Parallelwelt, in der anderen existiert halt Magie und in der echten Welt halt nicht, und ja, dann kommt halt ein Krieg auf alle zu, und unsere Protagonistin erfährt, dass sie halt auch eine Trägerin des Dark Siegels ist, und halt auch, dass sie Fähigkeiten dann besitzt. Und ich fand den Band sehr, sehr schwach. Für mich war das Ende eine Katastrophe. Wirklich, es ist jetzt echt nicht böse gemeint von der Autorin her, aber für mich las das so, als wüsste sie nicht, wie das endet, und dann macht sie halt 0 auf 15 Ende. Und das war es dann auch so. Das war sehr vorausgesehen. Also es gab auch keine wirkliche Steigerung. Der erste Band hat mir noch wiederum sehr gut gefallen. Hier gibt es halt super viel Techtelmechtel, auch zu Situationen, wo ich mir denke, würde wirklich normaler Mensch an Techtelmechtel denken? Weiß ich nicht, ob das so ist. Dann, es war eine wiederkehrende Sache. Beispiel hat sich einer von der Clique verletzt. Dann war halt so ein paar Tage Genesung. Dann war ein paar Tage was suchen. Dann wieder eine Verletzung. Dann wieder auskurieren. Und das gab es öfters in dem Buch, was super langweilig war. Ich weiß ich nicht, ich konnte so vieles nicht wirklich nachvollziehen. Wie gesagt, das Ende war überhaupt nicht so gut, und ich bin echt im Überlegen, ob ich die Reihe komplett aussortieren lasse. Ja, ich finde es sehr, sehr, sehr schade. Ich wollte, dass es mir gefällt. Der zweite Band war schon nicht mehr gut. Dann dachte ich mir, okay, der dritte wird es rausreißen, und dann war er genauso leider nicht gut. Und ja, ihr werdet es dann in meinem Anhol sehen, ob ich die Reihe aussortiere oder nicht. Aber ansonsten werde ich wahrscheinlich erst einmal nichts von der Autorin lesen, weil ich habe noch die Vortex-Reihe komplett ungelesen noch da. Das heißt, ich habe noch genug, was ich lesen kann, und Vortex werde ich mir auch auf jeden Fall für das Jahr auch vornehmen, dass ich das lese. Und ja, ich würde sagen, wir machen weiter. Wir sind fast durch. Zwei Bücher kommen noch. Zu einem, was ich ja am Anfang erzählt habe mit dem dicken Schinken, und zwar habe ich mir Kurt auf die Leseliste gepackt, und ich habe es echt geschafft, am letzten Tag noch zu beenden. Es waren dann, ich glaube, eh nur noch 120 Seiten noch am Schluss, am letzten Tag. Also mit dem Hörbuch, Gott sei Dank, ging das relativ zügig. Was habe ich denn jetzt gegeben? 4,5 Sterne. Man muss auch wirklich bedenken, dass das Buch teilweise sehr langatmig ist. Es geht auch sehr viel um Alltag. Dann wird wieder rumgetechtelt, mächtelt. Manche Szenen fand ich zum Beispiel auch so, das war so ein Humor, der too much für mich dann auch teilweise war. Aber im Großen und Ganzen hat mir die Story, um die es wirklich hier halt ging, und darauf habe ich mich wirklich fokussiert, gut gefallen. Es waren auch da wieder paar Sachen, die schlimm waren zu lesen, weil es um die Clique ging und nicht jeder kann überleben. Und das finde ich halt auch in der Reihe gut. Das war auch im dritten Band auch so, wo ich gesagt habe, hey cool, nicht jeder kann bei einem Krieg überleben. Und ich finde es, auch wenn es sehr schmerzt, fand ich auch die Tode, die passiert sind, auch gut, und auch für die Story und auch für die Hauptprotagonistin auch sehr gut gewählt. Und
Dementsprechend habe ich mich halt für 4,5 Sterne entschieden. Ich freue mich sehr auf den fünften Band. Gott sei Dank ist er dann auch nicht so dick und der sechste dann auch. Ich weiß, also ich glaube, dass die Story hier theoretisch komplett abgeschlossen oder es geht noch im fünften zum Abschließen. Also irgendwann einmal geht es ja um die Protagonisten, um ein Buch, wo sie halt nur zu zweit sind und was da passiert ist. Ich will da jetzt nicht so sehr spoilern für jemanden, der das die Reihe noch nicht gelesen hat. Ja, also wir lesen hier von der Protagonistin Grace, die in die Atlantik geschickt wird, um dort auf die Cadmere Academy zu gehen. Und sie erfährt halt so nach und nach, dass dort Wesen existieren, für die sie nicht dachte, dass sie sie gibt. Also sprich Vampire, Drachen, Hexen, Werwölfe und so weiter. Und findet auch dann heraus, nach längerer Zeit, dass sie auch besondere Fähigkeiten hat. Und ja, geht hauptsächlich darum. Mehr will ich jetzt nicht so sehr erzählen von dem Buch. Es hat mir, wie gesagt, gut gefallen. Ich mag auch wirklich den Schreibstil von Tracy Wolf, dass sie auch die Ober, wie soll ich sagen, Kapitel immer sehr lustig macht. Zum Beispiel, das Leben ist ein Sonnenbad oder doch ein Sonnenbrand. Das sind halt so lustige Fakten. Finde ich gut. Ist halt die Frage, mag man das selber oder nicht? Und ja, manchmal war der Humor ein bisschen too much, aber ansonsten mag ich die Autoren wirklich sehr gerne. Und ja, das letzte Buch, was ich im Mai gelesen habe, ist Tinte und Knochen, die magische Bibliothek, Band 1. Ich habe mir gedacht, hey, bevor du jetzt den zweiten kaufst, musst du auf jeden Fall wissen, wie es dann überhaupt gefällt mir der erste oder nicht. Ja, und dann habe ich den gelesen und mir gedacht, so, okay, passt, ich will es weiter wissen. Wir haben ja einen männlichen Protagonisten, die von einer weiblichen Autorin geschrieben wird. Das finde ich mega cool. Also ich glaube, sie ist weibliche, ich glaube schon. Ja, der, wie heißt denn der? Ja, Jess lebt in einer also in einer Welt, wo Bücher das Wertvollste sind überhaupt, und er wird in einer Familie geboren, die mit sowas handelt, also sprich, die klauen auch Bücher und verkaufen sie weiter, und so finanziert sich seine Familie. Und Jess liebt aber Bücher und er will sie einfach nicht klauen, aber er möchte sie halt alle lesen, und er bekommt halt die Chance in die Bibliothek von Alexandria zu kommen, indem er einen Test schreibt, und er hat auch die gewisse Anzahl an Punkten, die gebraucht sind, und darf dann halt auch dort hinziehen. Und sein Vater hat ihm halt eine Aufgabe gegeben, ja, wo er halt auch lernt, aber trotzdem die Familie nicht vergessen darf, denn er ist immer noch ein Dieb und soll es auch weiterhin bleiben. Die Aufgaben, die gestellt sind, sind sehr krass. Also das Buch ist auch wirklich, ich würde jetzt nicht sagen Jugendfantasy, schon so Erwachsenes, auch wenn es hier um Jugendliche geht, aber sie leben halt in einer Welt, wo sie halt schnell erwachsen werden müssen, und Tod und Mordschlag und alles Mögliche ist hier alles dabei und sehr viel Blut und etc. Und auch also hier spielen es in London, und ja, dann gibt es so Rebellen, die mit griechischem Feuer Bücher zerstören wollen und auch sagen, hey, alle, die in der Bibliothek arbeiten, sind korrupt und keine Ahnung was. Also wir haben ja mehrere Fraktionen, und irgendwann einmal bricht fast ein Krieg aus zwischen denen, und dazwischen ist halt Jess, der nicht entscheiden kann, welche Seite er bevorzugt. Ja, und darum geht es hier. Es hat mir gut gefallen. Ich habe dem Ganzen 4,5 Sterne gegeben. Ich werde auf jeden Fall den zweiten Band lesen. Ich habe das Ganze eigentlich auch als Hörbuch gehört und habe dann auch erfahren, ich habe auch dem Verlag geschrieben, es wird kein zweites Hörbuch mehr geben. Das heißt, wenn du den ersten als Hörbuch gelesen hast, musst du auf jeden Fall den zweiten so lesen. Ja, ist halt nicht schlimm. Muss man sich halt nur darauf gefasst machen. Wollte ich euch nur so erzählen, dass man auf jeden Fall das wissen sollte. Und ja, ich fand's gut. Ich freue mich auf den nächsten Band. Ich frage mich, wie viele Teile es werden. Bisher ist der dritte auch schon in den Vorbestellungen dabei. Aber ob es noch mehr werden, werden wir dann sehen. So, meine Lieben,
Das war's mit meinem Lesemonat. 15 Bücher ist super viel. Ich bin auch fix und fertig vom Erzählen her. Welches habt ihr schon eins dieser Bücher gelesen? Schreibt es mir sehr gerne in den Kommentaren. Alle Bücher sind unten verlinkt, soweit sich das ausgeht. Und ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!